Und willkommen zurück in der neuen Folge. Yeah! Das Alien geht uns ziemlich auf den Semmel. Bei meinem ersten Mal. Beim ersten Mal war es erschreckend, beim zweiten Mal war es auch erschreckend, beim dritten, vierten und fünften Mal war es irgendwie unnötig. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt nervt er gerade eigentlich nur noch, das Alien. Und wir machen Fortsetzen. Das Alien muss irgendwo gerade direkt neben uns sein. Weil es ist nämlich nicht in den Lüftungsschacht gerannt. Also ich kann mich erst bewegen, wenn es in den Lüftungsschacht ist. Weil vorher brauche ich es wirklich nicht versuchen, Alter. Nein, ich habe den Bauplan natürlich jetzt auch verloren. So, warte nu. So, jetzt ist er wieder in den Lüftungsschächten drin. Okay. Fast direkt neben uns. Noch eine Lüftungsschacht. Auf die Tür so zuzuknallen, Junge. Oh, Mädel. Es ist halt. Weiß nicht, es ist gerade echt nur erschreckend. Ich weiß, dass es da ist und es kommt halt immer wieder und stresst mich die ganze Zeit. Ich habe halt keinen Bock, den ganzen Weg jetzt mal neu zu laufen. Sonst muss ich echt überlegen, noch ein zweites Let's Play zu machen. Jede Folge, jeden zweiten Tag irgendwie nur das hier hochzuladen. Nur zwischendurch was anderes machen kann, als krass in einem Spind rumzuhängen. Duck dich. Male, male, male. Das ist schön, dass du Male lesen kannst, wirklich. Erst rein. Okay, weiter geht's. Karte mitnehmen. Ich hab's nicht vergessen. Durchsuchen. Leer. Was kann ich nicht einsammeln? Geräuschemacher. Ey, wenn ich jetzt wieder hier hat, ne? Ich schwör's dir. Ey, ich schwör's dir. Oh, das war falsch, ne? Wo kann ich denn hier nochmal Bauplan machen? Da hinten muss ich hin, ne? Die Räume auf Dr. Morris Rundgang. Ja, nee, ist klar. Das heißt, ich glaube, das ist nicht zu tun, oder was? Was ist das? Geräte, Werkzeug, Waffe, weil das da hinten versperrt ist. Okay, hier haben wir auch noch irgendwas versperrt, direkt neben mir. Was ist denn das jetzt hier? So, wir basteln jetzt mal einen Geräuschemacher. Sehr schön.
Direkt gebastelt. Boah, ich schwör's dir. Wenn wir jetzt hier wieder sterben, Alter. Ist er jetzt neben uns stehen direkt? Ja, warte nu. Ist er jetzt oben im Lüftungsschacht oder ist er jetzt hier unten? Da ist er. Ich baue den Keks, schönen großen Keks. Anscheinend nicht. Vielleicht ist er Laktoseintoleranz. Das wäre echt mega merkwürdig. Das ist ja das erste, was man untersuchen sollte, wenn man ihn gefangen genommen hat. Ist er Laktoseintolerant? Okay. Oder auch nicht. Nee, ist er wieder oben im Lüftungsschacht oder was? Boah, ist das nervtötend. Mr. Revolver, was meinst du? Ich würde sagen, öff jetzt. Würde ich auch sagen, ne? Er ist hinter uns. Jo, das heißt, er ist in Befugnschaft. Wir können von mir aus bleiben. Oh nein. Ich laufe natürlich einen sehr beschissenen Weg. Hier sind überall Kisten, die ich umwerfen könnte. Vor allem, warum sucht er die ganze Zeit? Er sieht doch, dass hier keiner ist. Vor allem, wo ist er jetzt schon wieder hin? Hat er irgendwie Hummeln im Arsch oder sowas? Vor allem, wie soll ich denn die Luft anhalten? Ich weiß nur, dass ich mich zurücklehnen kann, aber die Luft anhalten. Echt, ich habe halt keinen Bock, diesen Speicherpunkt schon wieder zu verlieren, nur weil das Alien mich plötzlich wieder erwischt. Da ist es ja. Moin, hübscher. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Warte mal, von wo komme ich eigentlich? Da war ich bestimmt noch nicht. Ich muss wieder warten, bis er oben im Lüftungsschacht ist. Der ist doch gerade da gewesen. Wieso ist er jetzt wieder neben mir? Kann er sich auch noch teleportieren? Apropos teleportieren. Ich habe letztens Assassin's Creed Blackback gespielt. Da habe ich mich einer asiatischen Dame im Weg gestellt. Auf einmal, bumm, war sie weg. Frag mich nicht. So, komm. Oder auch nicht. Vielleicht sollte ich mal so einen Geräuscheinsetzer mal ausprobieren. Ich bin immer so geizig, was sowas angeht manchmal, ey.
Wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Oh, diese Porte sind so lange. Warte mal, ich will was ausprobieren. Super. Muss ich da hinten lang oder was? Ey, sorry, ich werde das Ding da hinten jetzt nicht holen. Ich gehe jetzt weiter. Gleich die merkwürdigsten Orte an. Das hat jetzt erst geradeaus. Gehe ich geradeaus? Man muss nicht geradeaus, dann muss ich wieder nach hinten laufen. Ist der Revolver? Sorry, das ist echt gerade total langweilig. Ich weiß auch nicht, was ich dazu labern soll jetzt. Großartig. Der Geräuschemacher ist irgendwie voll sinnlos. Das hat den null interessiert. Hoppala. Deadass, Alter, deadass. Hm? Ja. Nur? Kann ich mich bewegen? Oder stehst du da irgendwo? Kommst genau da raus, die dumme Scheiße. Ja, komm um die Ecke und krieg mich halt wieder. Steht jetzt direkt neben uns. Warte mal.
Ist irgendwas von unschätzbarem Wert. Aufladen. Und ich höre ein Speicher-Safe-Teil. Yay! Ja. Also ich hoffe echt, dass da noch ein bisschen paar Jumpscares mal mit drin sind, weil sonst, wenn ich jetzt weiß, okay, einmal Jumpscare und dann weiß ich, okay, in diesem Gebiet ist das Alien, wird es wahrscheinlich nicht umso gruseliger irgendwie, ich habe keine Ahnung. Vielleicht versuche ich auch gerade nur meinen Nerv zu unterdrücken, aber ganz ehrlich, ich weiß, dass es da ist und es hat mich jetzt fünfmal erwischt, die ersten zwei Mal, ja, war es gruselig, aber das war es auch jetzt irgendwie schon wieder. Also da fand ich ja die Androiden irgendwie gruseliger. Androiden Isolation habe ich letztes auch nur gespielt sozusagen.